Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 3. März 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und die aktuellen Entwicklungen natürlich wieder entsprechend einordnen. Relative Schwäche im DAX, muss man ganz klar so sagen. Wir hatten jetzt einen Versuch gestartet, die 14.000er Marke zurückzuerobern, aber rollen erneut über, haben wieder Schwierigkeiten, Momentum aufzunehmen. Und ja, parallel dazu präsentieren sich besonders die US-Equities, also besonders der S&P, verhältnismäßig stark. Also wir sind da in dem Bereich um 4.400 Punkte, leicht unterhalb, konsolidieren dort. Da besteht weiterhin eine realistische Chance, dass wir Zeiten einer Rückeroberung zu sehen bekommen, was eine weitere Aufhellung des Bildes da nach sich ziehen würde, was auch unterstreichen würde, dass wir eben hier offensichtlich einen nicht ganz so signifikanten wirtschaftlichen Einfluss logischerweise dieses Ukraine-Konflikts, des Kriegs dort in der Ukraine zu sehen bekommen, als wir ihn hier in Europa zu erwarten haben, was dann, wie gesagt, diese relative Schwäche im DAX erklären dürfte. Im DAX ist weiter diese bullische Divergenz ein Thema natürlich und sollte es noch gelingen, jetzt in den kommenden Stunden durch einen entsprechenden Trigger, der weiterhin sich dahingehend finden lassen dürfte, dass wir in irgendeiner Form eine Entspannung zu sehen bekommen, irgendwelche Annäherungen seitens Russlands und der Ukraine in ihren Gesprächen. Ich glaube, für heute ist wieder ein Gespräch anberaumt. Es ist jederzeit durchaus denkbar, dass dort eine Meldung über den Ticker läuft, die dann ja, in Anführungsstrichen Kursfeuerwerk nach sich zieht, also dass es da zu einer sehr signifikanten Korrektur Bewegung kommt. Das wäre dann natürlich ein entsprechend bullischer Treiber, der auch sehr wahrscheinlich den DAX tief über die 14.000er-Marke befördern dürfte. Aber bis dahin, jedenfalls, ist es noch ein weiter Weg und bis jetzt hat der DAX auf jeden Fall Schwierigkeiten, zumindest mal das 14.000er-Level zu halten. Wir schauen gleich en Detail drauf, auf die entsprechenden zu betrachtenden Level natürlich. Wir werden einen Blick werfen auch auf die gestern nachbörslich noch veröffentlichten Earnings von Snow. Das ist ein ganz anderes Themenfeld in Anführungsstrichen, aber nichtsdestotrotz eine Aktie, die ich heute auf dem Schirm habe, weil gestern nachbörslich Zahlen, besonders im Hinblick auf die Guidance, im Blick auf den sogenannten Product Revenue, eben hier über den Ticker gelaufen sind, die nur inline waren und damit enttäuscht haben. Wachstumsmarkt, also ist ein Cloud-Anbieter, der ein oder andere hat es vielleicht noch auf dem Schirm. Wir haben dort den IPO gesehen, ich muss jetzt aber wirklich mal überlegen, ich glaube Ende 2020 war das schon, der deswegen damals so ein bisschen höhere Wellen geschlagen, weil sich sogar Warren Buffett daran beteiligt haben soll. Und in diesem Zusammenhang natürlich dann die Frage aufgeworfen wurde, ob das vielleicht ein Gamechanger im Bereich Cloud Services ist, vor dem Hintergrund auch dieses doch schon sehr stark beackerten Feldes. AWS beispielsweise von Amazon als Cloud-Gigant in Anführungsstrichen dort ja tätig, Google sowieso in diesem Bereich tätig, Microsoft und dann hat man sich schon ein bisschen die Frage gestellt, ein neuer Anbieter in diesem Bereich, der sich aber erstmal jetzt dann entsprechend etablieren muss und wenn sich Warren Buffett dran beteiligt, das könnte ganz interessant sein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also deswegen ist das Snow vielleicht gerade noch so ein bisschen im Hinterkopf dem einen oder anderen, da habt ihr es wahrscheinlich schon mal gehört und gestern eben nur dieses Guidance Inline, das ist bei einem Wachstum Wachstumstitel ein Problem, denn das zeigt, dass die Wachstumsraten eventuell sich beginnen abzusprechen. Und das haben wir jetzt in der jüngeren Vergangenheit schon gesehen, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Gestern nachbörslich über 20% minus, sogar auf neue Allzeit-Tiefs zeitweise in der Nachbörse gehandelt worden. Da könnte sich heute vielleicht ein Opening Drive Play herauskristallisieren, hoffe ich jedenfalls, denn mein Fokus, der wird heute nur auf die Eröffnung liegen. Ich habe heute Nachmittag einen Termin anderweitig, deswegen muss ich da entsprechend meinen Handel auch darauf ausrichten. Also ein Intraday Swing, wo du vor dem Rechner sitzt oder dergleichen, wird da relativ schwierig umsetzbar. Da werfen wir einen Blick auf jeden Fall drauf. Wir schauen natürlich auf Krypto, gerade aktuell sicherlich auch ein heißes Thema vor dem Hintergrund der jetzt aufkeimenden. Man nutzt es wieder seitens der Politik, diese Krise in der Ukraine. Man nutzt sie, um jetzt eben hier entsprechende Regulierungen voranzutreiben, beziehungsweise dort Diskussionen in den Ring zu werfen und ausgehend hiervon eben zu versuchen, dann ja, den Kryptobereich in seiner Ausgestaltung dramatisch zu beschneiden, um beispielsweise Sanktionen zu umgehen. Da werfen wir auf jeden Fall auch einen Blick drauf. Hat vielleicht auch dann aktuell so ein bisschen ja, einen leicht bärischen Touch oder weswegen das bullische Momentum nach oben so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Gold auch nochmal einen Blick wert, sicherlich, wobei wir immer noch innerhalb dieses mega Outside Bars, so nennen wir ihn mal, von letzter Woche Donnerstag handeln. Das sind auf jeden Fall ja, eine Menge Themen, denen wir uns heute widmen wollen, bevor wir ganz offiziell starten. Allerdings hier erstmal der Blick auf den Risikohinweis und dann alles weitere. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin gehandelt und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher.
schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich zunächst bitte mit diesem vertraut. Und dann schaue man, ob der Handel sich mit diesen Produkten eignet, ausgehend von einem Download einer Demo. Den Link dazu findet ihr in der Chatbox, beziehungsweise die, die sich Aufzeichnungen anschauen, findet das unterhalb dieses Videos. Auf markets.com/de, da findet ihr auch den vollständigen Risikohinweis, alle Informationen zur vollständigen Produktpalette angeboten von Markets, sei es Devisen, CFDs, sei es aber auch physische Aktien und ETFs. Solltet ihr darüber hinausgehend Fragen haben, nutzt gerne die Möglichkeit, die Elena zu kontaktieren. Und habt ihr Fragen zu den Märkten, stellt sie gerne hier jetzt im Livestream, im Morning Meeting oder unterhalb des Videos, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut. Kontaktiert mich gerne über Twitter, @jensklattfx ist dort mein Kürzel. Schaut gerne in der Discord-Community vorbei, dafür steht der Link schon in der Chatbox jetzt, beziehungsweise steht unterhalb des Videos. Gerne auf meiner Webseite vorbeischauen, jk-trading.com/forum, da habe ich täglich eine Trading-Chatbox, wo ihr euch zu den Märkten austauschen könnt, wo ihr Fragen zu Märkten stellen könnt, die ihr gerne beleuchtet sehen möchtet, die ich jetzt aber im Morning Meeting nicht abdecke. Die Fragen stellt natürlich auch gerne hier, dann können wir sie natürlich noch mit einfließen lassen. Und soweit zur Einführung. Also hier einmal der Blick in die MarketsX Handelsplattform. Ich räume einmal jetzt hier ein bisschen im Hintergrund auf und zack, schaue einmal, ob alles gut gestreamt wird. Das sollte eigentlich alles bestens sein, aber nichtsdestotrotz, man weiß ja nie. Also hier läuft alles sehr schön. Dann gucken wir hier mal ganz kurz. Okay. Der hat offensichtlich ein bisschen Schwierigkeiten, die Teilnehmerzahl hier einzufangen. Hier haben wir einmal Twitch. Apropos Twitch, das ist für alle die vielleicht von Interesse, die hier bei YouTube gerade zuschauen. So, einen Moment. Stelle ich hier auch nochmal ganz kurz den Link ein. Da wird das Morning Meeting auch gestreamt. Sollte es irgendwann mal Schwierigkeiten geben, ist nicht davon auszugehen, aber dann habt ihr hier auf jeden Fall die Möglichkeit, eben dem Morning Meeting auch auf Twitch tatsächlich zu folgen. Und nunmehr werfen wir hier einen Blick einmal in den DAX, beziehungsweise in die aktuelle Price Action, die wir zu sehen bekommen. Also gestern früh dieses kurze Markieren neuer Tiefs. Hier auf der Unterseite diese Attacke auf die 13,7, dann eine sehr, sehr scharfe Gegenbewegung, die uns zeitweise über 14.100 Punkte geführt hat. Scharfer Rücksetzer und dann sind wir seitwärts ausgependelt, während sich die US-Märkte relativ stabil eben tatsächlich doch präsentiert haben. Und nunmehr hat sich eigentlich das technische Bild unwesentlich verändert im Vergleich zu gestern. Also wir sehen weiterhin diese Divergenz, die sich früher oder später, wenn sie sich auflöst, weiteres Aufwärtspotenzial freilegen könnte. Zunächst einmal oberhalb hier der gestrigen Tageshochs im Bereich um 14.100 Punkte. Aufwärtspotenzial bisschen Gefilde hier der 14.300er Region auf der Oberseite, beziehungsweise darüber hinausgehen könnten vielleicht sogar Aufschläge sich dann, besonders bei einer weiteren Entspannung der Situation und Annäherung zwischen der Ukraine und Russland, sofern sie sich überhaupt abzeichnet. Also ich bin überhaupt gar nicht drin im Bild, wie da gerade der Stand ist. Es macht ehrlich gesagt so auf mich den Eindruck, als wenn die von der russischen Seite gestellten Bedingungen fast unerfüllbar sind. Also Neutralität beziehungsweise Zurückhaltung, ein Nicht-Beitritt zur NATO ist einerseits nachvollziehbar, möchte man sagen, dass man das seitens der Russen fordert, aber nach dieser jetzt erfolgten Aggression muss man sich dann natürlich die Frage stellen, inwiefern das noch realistisch ist, dass man dort seitens der Ukraine wiederum ausreichend Vertrauen fasst, zu sagen, okay, wir verzichten auf einen Beitritt zur NATO, wir gehen davon aus, wir glauben euch, oder wir glauben dem jetzt hier zu fassenden Vertragswerk oder wir glauben jetzt in diesem Zusammenhang den Worten, die dann vielleicht seitens Putins gewählt werden in dieser Form, dass da schon keine weitere Aggression mehr stattfindet. Also allein aus dieser Perspektive scheint das, jetzt mal sehr grob zusammengefasst, sehr, sehr unwahrscheinlich und auch besonders vor dem Hintergrund dessen, was man jetzt dann so sieht, also was bei mir jedenfalls in den Ticker reinläuft. Das ist nicht so, dass ich da jetzt den Entwicklungen wirklich, ganz eng folge.
sieht das doch sehr aggressiv aus. Also diese Aggression auch im Hinblick auf offensichtlich das Ziel, die Hauptstadt Kiew einzunehmen und dergleichen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, Entspannungen, wie auch immer geartet, habe ich wirklich keine wirkliche Vorstellung davon, wie so etwas ausschauen könnte. Aber sollte es seitens des Marktes dahingehend interpretiert werden, sollten jetzt, wie gesagt, anstehende Gespräche, und ich glaube, heute soll wieder eins zwischen den beiden Seiten stattfinden, sollte das in irgendeiner Form eine Entspannung irgendwie nach sich ziehen oder in Aussicht stellen, dann wäre denkbar, dass wir im DAX eben hier dann zügig auch sehr, sehr schnell aggressiv die 14.100er Marke eben anlaufen und in den Wochenschluss hinein eventuell mit einem dann zeigen, dass das sich um eine nachhaltige Entwicklung hier handelt, entsprechend vielleicht sogar Aufschläge bis in Richtung 14.300 bzw. 14.500 Punkte zu sehen bekommen, was dann zeitgleich entspräche einem Gap Close im übertragenen Sinne, obwohl 14,5 noch nicht ganz, aber 14,6 wäre es an der Stelle. Dieses hier am Montag aufgetane Gap im Zusammenhang eben mit diesen Sanktionen, die Russland seitens der westlichen Welt erfahren hat, dass dieses dann teilweise geschlossen wird. Der Kehrseite muss man allerdings auch sagen, die Schwäche ist deutlich erkennbar, ausmachbar. Wir handeln aktuell in jenen Bereichen, um die wir hier im Nachthandel am Montagmorgen gehandelt worden sind, haben uns hier jetzt schon schwer getan, nur die 14.000er Marke zurückzuerobern. Das ist ein relativ schwaches Signal. Wenn wir uns parallel dazu hier den Intraday-Handel aus rein technischer Perspektive beleuchten, dann sehen wir das Handeln unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Bekannt, dass das für mich eher ein klassisches Short-Signal eben an dieser Stelle ist. Und das bedeutet also etwas anders formuliert, solange wir unterhalb des EMAs traden, besteht hier jederzeit wieder das Risiko einer erneuten Attacke auf die Tiefs, die wir hier letzte Woche ausgebildet, beziehungsweise stimmt gar nicht, die wir hier am Dienstag war es, ne? Ausgebildet haben. Ich guck mal jetzt ganz kurz. Dienstag, nee, 1. März. Ich muss mal ganz kurz rechnen. Doch, Dienstag war es, ganz genau. Wir haben heute den 3. Ja. Also am Dienstag, beziehungsweise hier gestern in der Früh halt ausgebildet haben. Und sollten wir diese unterschreiten, dann sieht man hier ganz übergeordnet. Wir müssen sehr, sehr weit in der Story zurückgehen, um nochmal in diese Gefilde vorzudringen. Aber das würde die Tür öffnen, mindestens bis 13.500 Punkte, eventuell sogar tiefer in diesem Zusammenhang hier. Ja, also so die aktuelle Lage im DAX. Wie könnte man das tradingtechnisch handeln? Was würde man jetzt aktuell abwarten wollen? Also der direkte Break aus der Open Range, der ist offensichtlich schon bereits erfolgt hier an dieser Stelle. Was würde ich an dieser Stelle für ein Play in Betracht ziehen? Ich würde klar sehen wollen, dass wir uns unterhalb des EMAs halten. Also das heißt etwas anders formuliert, der wird sich wahrscheinlich so weiterentwickeln und dass dann ein Bounce gegen diesen EMA hier als Short-Einstieg genutzt würde mit dem Ziel des Markierens neuer Tagestiefs und einer Attacke nochmal auf die 13.800er Region. So Bereich, müsste ich jetzt mal schauen, wo liegen wir da ungefähr? Wahrscheinlich, das ist ungefähr 13.59, Pi mal Daumen, ungefähr diese Region. Können wir auch mal das zu einer, wenn Daumen gepeilt, Möglichkeit nutzen an dieser Stelle. CAV zu kalkulieren. Stop hätte ich gerne oberhalb des EMAs, also eine Rückeroberung möchte ich an der Stelle nicht sehen. Kassa oben liegt hier im Bereich etwas unterhalb von 14.000, das ist der Bereich 89. Oh. Würden wir wahrscheinlich mit 40 Punkten Risk maximal arbeiten. Also Stop hätten wir ungefähr wahrscheinlich hier so in diesem Bereich 99, weil du möchtest weder die Rückeroberung des EMAs und schon gar nicht eigentlich auch für den Tag dann sehen, dass wir ins Grüne drehen in Anführungsstrichen. Also das bedeutet etwas anders. Du willst dann auch eine Stabilisierung unterhalb des Kassa-Opens sehen und eine Rückeroberung möchtest du nicht zu sehen bekommen. Hast hier also einen Risk in dem Fall von 40 Punkten und gehst auf der Unterseite auf einen Lauf nochmal mindestens bis 13,8, also diese Gefilde, eventuell sogar bis in Richtung der 13,7er Region, Bereich um die gestrigen Tagestiefs. Wir würden zum CRV mit dem konservativeren Ziel arbeiten an der Stelle, also nicht dem aggressiven oder dem weiter wegliegenden Ziel, um uns das CRV schön zu rechnen, sondern an der Stelle arbeiten wir mit dem am nächsten liegenden 13,8, das ist in dem Fall, haben wir also eine Chance an der Stelle von 150 Punkten, aber sehen schon, dass selbst das ein CRV nach sich zieht, welches eigentlich ganz passabel ist, also fast im Bereich von 4 zu 1 liegt an dieser Stelle. Und ja,
So könnte man jetzt ein Play hier für den DAX ausgehend von der aktuellen Price Action eben tatsächlich formulieren, denke ich mal. Das ist ganz, ganz passabel. Stichwort relative Stärke im Hinblick auf den S&P. Jetzt muss ich mal kurz hier gucken. Glaube, der hat sich jetzt gerade aufgehangen. Einen Moment. Ja, muss ich nochmal ganz kurz neu starten. Einen Augenblick. Ah ja. So, das wollte ich jetzt natürlich nicht sehen. Das scheint wieder so ein kleines browser-spezifisches Problem zu sein. Dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Einen Augenblick, da muss ich hier mal über einen anderen Browser kurz gehen und so, arbeiten wir mit dem. Also, einmal den DAX, den hatten wir jetzt. Einmal den Blick auf den S&P 500. Und wir können es schon hier sehen. Das handelt innerhalb dieses blauen Korridors, in Anführungsstrichen, den wir hier erkennen können. Es ist diese Region, die auch weiterhin offensichtlich eine hohe Signifikanz zu besitzen scheint. Die hatten wir gestern ja schon zum Thema gemacht gehabt. Jener Bereich hier, den ich gerne zurückerobert sehen möchte, rund gesprochen die 4400er Region an dieser Stelle, die dann weiteres Aufwärtspotenzial bis tief über die 4400er Marke, vielleicht sogar 4500 Punkte vielleicht sogar dann freisetzt. Also da haben wir auch ein relativ klares Level eigentlich, welches wir für den heutigen Handelstag dann auch über die Kasse, wenn die Wall Street eröffnet, ab 15:30 Uhr eben verteidigt sehen wollen. Wir wollen eigentlich keinen Drop mehr hier unter diese Region um 4,370 ungefähr zu sehen bekommen. Das ist auch so ein kleines Zwischentief, was gestern hier ausgebildet wurde, was dann nach den ersten zwei oder innerhalb der ersten zwei Handelsstunden nach Erreichen und Rücksetzer hat gehalten werden können und wo wir uns dann von abhaben stoßen können und im Bereich der Tageshochs schließen können. Also das wäre so die Region 4,360, 4,370 ungefähr auf der Unterseite mit einem Drop drunter, wo ich sagen würde, das wäre kein günstiges Signal. Das würde auch wahrscheinlich korrespondieren. Also der DAX ist gerade sehr stark abhängig von entsprechenden bullischen Vorgaben, auch seitens der US-Equities-Märkte, die dann so eine Art Rettungsanker mehr oder minder oder Rettungsring mehr oder minder für die europäischen, ganz besonders für den deutschen Index an der Stelle werfen. Sollten wir unter dieses Niveau hier droppen, dann wäre das für den S&P noch kein Beinbruch. Das wäre in dem Zusammenhang dann vielleicht so, dass wir nochmal ein Gefilde bis 4.330 Punkte eventuell eine Korrektur sehen oder eine Beschleunigung auf der Unterseite. Aber wie gesagt, für den DAX wäre es halt dahingehend schwierig, weil dem die Unterstützung seitens der Wall Street fehlen würde und an der Stelle die Wahrscheinlichkeit eben dieses bärischen Laufs, den ich gerade hier einskizziert habe, eben bis 13,8, vielleicht sogar bis 13,7, dass das sehr, sehr wahrscheinlich wäre. In Bezug auf die den Spider auf dem Schirm haben, also das heißt, die sich hier den ETF anschauen, können wir mal ganz kurz drauf gehen. Einen Augenblick. Mal hier. So, das dürfte dann hier korrespondieren. Zeitstempel, das ist ungefähr dieser Bereich. Ja, ziemlich genau auch korrespondierend hier an der Stelle mit Two-Day VWAP. Das ist ganz interessant. Also ganz kurz zur Erklärung vielleicht. Ich habe ja hier für den ETF auf den S&P 500. Für den SPY habe ich hier das reale gehandelte Volumen, was ich mir anschaue. Ja, von ARKA ist es an der Stelle. Und was wir jetzt hier machen, also was dieser gleitende Durchschnitts oder dieser volumengewichtete Durchschnittspreis uns eben zeigt, dazu hatte ich auch mal ein Tutorial gemacht an dieser Stelle in meinem Kanal, kann man sich das nochmal anschauen. Der zeigt mir an, welcher Preis durchschnittlich abhängig vom gehandelten Volumen eben hier bezahlt wurde im übertragenen Sinne. Also das heißt, was die Marktteilnehmer zu welchem Kurs hier im Schnitt im Grunde genommen diese Aufwärtsbewegung gestern getragen wurde. Und jetzt, was der Two-Day-Rewap macht, also hier diese Weiterführung dieser Linie. Man erkennt, wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass es gibt eine blaue Linie und es gibt eben diese orangefarbene Linie. Die blaufarbene Linie, die orientiert sich an dem heutigen gehandelten Volumen für den Tag. Also das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis für den heutigen Handelstag. Was ich aber gerne mache, ist, dass ich mir aus auch einer sentimenttechnischen Perspektive gerne noch den Two-Day-Rewap hier anschaue. Das heißt also, ich gucke mir das Volumen von heute an, welches natürlich aktuell sehr dünn ist, weil wir in der Vorbörse handeln, aber ich nehme eben auch noch das Volumen von gestern, um eine Idee zu haben, diejenigen, welche Marktteilnehmer, die sich gestern positioniert haben in dieser Aufwärtsbewegung, welchen Preis haben die durchschnittlich eben bezahlt. Und dann kombiniere ich diese beiden Preise und sage jetzt an der Stelle relativ einfach, möchte ich sagen, sollten wir den droppen,
sind plötzlich ist ein Großteil jener Marktteilnehmer, die gestern hier diese Bewegung gekauft haben, liegen die unter Wasser. Und besonders kurzfristig agierende Trader, die würden dann an dieser Stelle früher oder später eben diese Position abstoßen. Und genau das könnte nochmal zusätzlich zum dann vielleicht sowieso schon bestehenden Abwärtsdruck, der sich infolge irgendwelcher News oder dergleichen eben etabliert, nochmal beitragen. Das korrespondiert hier, aktuell liegt der Two-Day-Rewap im Falle des Spider hier bei 436,63. Das ist ungefähr, also diese Region, von der ich gerade sprach, da gibt es eine kleine Diskrepanz. Also könnte man zum Beispiel sagen, dass man sagt, naja, der Spider offensichtlich ist ja ein Zehntel, in Anführungsstrichen, von dem, jetzt gucken wir hier nochmal ganz kurz, ob ich reinkomme. Das wäre echt cool, weil da könnten wir nämlich in dem, ah, jetzt funktioniert es wieder, sehr schön. Also der Spider an der Stelle ist immer geteilt durch 10, der Future geteilt durch 10, natürlich allerdings mit einer Diskrepanz, weil die Kasse logischerweise hier mit einem Abschlag zum Future notiert. Also Stichwort Contango an der Stelle. Nicht Backwardation, sondern Contango. Und da kommt es also hier zur Diskrepanz, aber man kann das ungefähr erkennen, dass das sehr nah beieinander zu liegen scheint hier an dieser Stelle. Besonders jetzt auch im Hinblick auf den anstehenden Verfall, der jetzt in wenigen Wochen stattfindet. Also da verschließt sich ja diese Schere zwischen Kasse und Future an der Stelle. Aber wollen wir nicht zu kompliziert werden? Also das korrespondiert hier im Falle des S&Ps, korrespondiert dieser Bereich eben hier dann geteilt durch 10 mit jenem Bereich. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir diese Region droppen, dass das nämlich dann Marktteilnehmer vielleicht hier unter Wasser drückt, die auch begehen, dann zusätzlich noch weiteres Abwärtsmomentum in den Markt bringen. Also das war jetzt etwas anders formuliert. Ich will sehen, dass dieser Bereich einfach schlichtweg gehalten wird, dass wir uns oberhalb stabilisieren können. Denn das könnte besonders dann auch bei einem entsprechenden Breakout hier aus dieser Region auf der Oberseite und Rücklauf über die 4400er, so eine Art FOMO-Moment nach sich ziehen. Also das heißt Fear of Missing Out, dass dann die Marktteilnehmer sagen, oh, jetzt scheint der Zug wieder anzuziehen. Jetzt scheint ein Großteil von negativen News einfach wirklich eingepreist zu sein. Und zwar beginnend eben vom Beginn des Jahres, Fed, restriktiver geldpolitischer Kurs infolge sich aufbauendem Inflationsdruck, dann diese Eskalation, militärische Eskalation in der Ukraine. Und wir haben wirklich eine ganze Menge an, in Anführungsstrichen, Mist einfach jetzt schon in den ersten 2 Monaten des Jahres, 3 Monaten des Jahres zu sehen bekommen. Vieles von dem ist verarbeitet worden und wir können es immer noch relativ stabil präsentieren, in Anführungsstrichen. Also dafür muss man immer noch sagen, wir haben hier maximal von diesen Allzeithochs, die wir Anfang Januar markiert haben, haben wir eine Korrektur zu sehen bekommen, die zwar größer als 10% war und wir haben es auch historisch eingeordnet, das kommt nicht so oft vor. Aber nichtsdestotrotz haben wir es immer noch relativ stabil halten können. Also das ist jetzt nicht irgendwie in einem Crash oder dergleichen resultiert. Und jetzt in diesem Moment, wenn wir beginnen, eben nach dieser jetzt hier stattgefundenen Konsolidierung, diesen Break zurück über die 4400 zu sehen, dann könnte genau dieser FOMO-Moment einsetzen, dass man sagt, oh, jetzt läuft der Zug wieder an, ich habe es verpasst, jetzt schnell noch hinten drauf springen auf den Zug, um diese nächste Rallye, dieses nächste sogenannte Leg-Up auf der Oberseite eben nicht zu verpassen. Und ja, also so die aktuelle Einschätzung einfach im Hinblick auf den S&P, weswegen ich summa summarum eigentlich nicht so negativ finde für den DAX, obwohl, wie gesagt, die relative Schwäche doch schon erkennbar ist, während zeitgleich eben sich hier der S&P im Bereich eben seiner derzeit Wochenhochs jedenfalls stabilisiert und ich denke auch eine relativ gute Chance haben dürfte, über die 4400er Marke zu laufen. Ein ähnliches Bild zeigt sich hier im Hinblick auf den Tech-Sektor. Das ist jetzt der Nasdaq 100 an dieser Stelle. Wir können da auch gleich mal kurz den Blick nach ähnlichen Kriterien hier im Hinblick auf den Two-Day-Rewap zum Beispiel auf die Qs dann werfen. Zunächst aber mal ganz kurz hier. Die Einschätzung ist ebenfalls positiv. Also der Tech-Bereich, auch gestern, das war jetzt nicht eine mega starke bullische Vorstellung, aber sie war zumindest mal im Gesamtumfeld, war sie sehr, sehr solide, was wir zu sehen bekommen haben. Man kann deutlich erkennen, dass der Tech-Bereich offensichtlich von diesem kontinuierlichen Auspreisen jetzt eines geldpolitisch restriktiven Kurs seitens der Fed profitiert. Hier jetzt diese Darstellung, ich habe die jetzt nicht geupdatet, mal gucken, wo sie gleich steht. Das ist jetzt kurz vor Morning Meeting, habe ich hier die Seite aufgemacht, die updatet sich nicht automatisch. Das ist das, was ich gestern schon zeigen wollte, dass wir jetzt mittlerweile eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit haben, dass die Fed auf ihrer Zinsentscheidung in gestern 2 Wochen, also am 16.03.,
den Zins um 25 Basispunkte eben anheben wird, aber eben nicht mehr, dass wir vollständig ausgepreist haben, dass es hier dieses 50 Basispunkt Zins, diesen 50 Basispunkt Zinsschritt eben gibt. Es gibt sogar zwei von 100 Marktteilnehmern, die sogar davon ausgehen, dass man die aktuellen Entwicklungen eventuell, besonders rund um die Ukraine, hier als Anlass nimmt, an der Zinsschraube noch gar nicht zu drehen und sondern erstmal die weiteren Entwicklungen vielleicht hier abwartet. Nichtsdestotrotz sehen wir für den Dezember wiederum immer noch verhältnismäßig eine restriktive Erwartung. Also das bedeutet, 6 Zinsschritte bis Dezember sind hier mit über 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit, also 65-prozentiger Wahrscheinlichkeit gesehen. Das ist also eigentlich immer noch relativ hoch. Es ist nicht mehr, es beginnt sich auszupreisen kontinuierlich. Also wir hatten hier, wie gesagt, auch schon Niveaus von 8 Zinsschritten. Das haben wir ja kontinuierlich jetzt in den letzten Wochen immer wieder hier eingefangen. Nichtsdestotrotz ist das immer noch ein relativ restriktiver Kurs, was auch wiederum zeigt, da ist immer noch einiges, ehrlich gesagt, an Auspreismöglichkeit. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, würde ich jetzt eine Wette abschließen müssen, würde ich sagen, wir sehen bis Dezember maximal 4 Zinsanhebungen. Also da würde ich den Cap setzen. Das heißt also 4 mal 25 Basispunkte, die kriege ich irgendwie im Gesamtkontext, kriege ich die zusammen, das sehe ich. Aber darüber hinausgehend, und das würde das ja irgendwie beinhalten, ein Live-Event vielleicht, wo wir dann mal 50 Basispunkte in Zinsanhebung sehen, oder aber, dass wir auf einem Event, sagen wir mal dann im November oder dergleichen, vielleicht auch mal eine Zinsanhebung zu sehen bekommen von 25 Basispunkten und dann nochmal vor eins, weiß ich nicht, im Juli oder dergleichen, dass wir da vielleicht dann auch ja, dass das die Möglichkeit offenbart, dass wir eben 6 Zinsschritte zu sehen bekommen. Aber müsste ich jetzt gerade eine Wette eingehen, würde ich sagen, ich sehe maximal 4 Zinsschritte. Also ich gehe davon aus, dass diese Balken hier, die sich aktuell noch sehr stark erhoben darstellen, und ich meine, wir reden an der Stelle von über 90%, dass die Fed hier an der Stelle mindestens 5-mal einen Zinsschraube dreht. Ja? Also dafür nehmen wir dann alle Balken hier bis 125 bis 150 Basispunkte, dass das alles noch ausgepreist wird. Und genau das ist dann auch ein stark bullischer Treiber für Tech-Titel, die aktuell von dieser Entwicklung eben profitieren dürften und infolge derer, die sich auch hier relativ stark präsentieren. Und auch, was es dann denkbar macht, dass wir einen sehr, sehr dynamischen Break auf der Oberseite zu sehen bekommen. Dann nicht zwangsläufig getragen durch den Zins, sondern durch die Entspannung in der Ukraine, die hoffentlich sehr bald sich herauskristallisiert, aber die dann eben die Tür zurück auch im Nasdaq dann in Richtung der 15.000er-Region eben öffnet. Wer sich aktuell weniger auf die Einzeltitel, sondern eben nachvollziehbarerweise durch den hohen Volatilitätsstand, den VIX, der ja bei weiterhin über 25 Punkten notiert. Ich muss mal jetzt ganz kurz gucken, ob der noch über 30 sogar vielleicht handelt. Kurzen Augenblick. Guck mal eben, wo habe ich ihn? Hier oben. Ja, der handelt sogar noch bei über 30 Punkten. Sobald wir eine solche erhöhte Volatilität haben, sind Marketplace auf jeden Fall, auch im ETF-Bereich, auf jeden Fall zu bevorzugen. Ja, hier sehen wir es 1 zu 1. Also eigentlich sehen wir es 1 zu 1. Es passt perfekt, eigentlich, ehrlich gesagt. Das waren vorbörsliche Hochs, die sind markiert worden. Die lagen in den Queues um 345 ungefähr. Die sind gebrochen worden, 17:05 Uhr. Und die sind nicht nur gebrochen worden, sondern wir haben sie auch halten können. Also wir sind hier mehrfach auf diesem Bereich draufgelaufen und haben uns dann von dort in Richtung der Tageshochs verabschiedet und haben einen sehr, sehr starken Tagesschluss zu sehen bekommen. 348 Punkte hier auf der Oberseite. Und das ist auch deswegen nochmal brisanter, weil es ist nicht nur einfach ein Break, der da stattgefunden hat, über diese Hochs, sondern wir haben vor allem auch hier aktuell den durchschnittlich bezahlten Preis, das Volumen gestern oder der Preis, der durchschnittlich vom Markt abhängig vom Volumen bezahlt worden ist, der lag genau in diesem Bereich um 3,45 ungefähr. Und das bedeutet für uns für den heutigen Tag, wir haben da auch eine relativ klare Linie eigentlich dann im Hinblick auf die Qs heute Nachmittag, auf den ETF. Das ist ein Bereich, den willst du einfach nicht unterschritten sehen. Also in just jenem Moment, wo der gestern hier gehaltene Support und dann auch die Marktteilnehmer im übertragenen Sinne aus sentimenttechnischer Perspektive mit dem Kopf beginnen, unter Wasser zu sein, wird das nach sich ziehen, dass wir dann stärkeren Abgabedruck eben zu sehen bekämen und dass wir dann unterhalb der 3,45 weitere Abschläge uns ausgesetzt sehen, die uns wahrscheinlich sogar bis 3,42, vielleicht sogar bis in gefiltert bis 3,40 abverkaufen lassen könnten. Solange wir oberhalb der 3,45 handeln, bleib ich für die Qs, den Nasdaq, weiter bullish. Genauso auch für den DAX an der Stelle. Den DAX sage ich schon. Für den S&P, für den Spider. Und denke, wir haben vielleicht heute dann
sogar schon oberhalb des Niveaus, um 3,45 in den Qs eine Chance hier eben diesen Bruch über diese Abwärtstrendlinie zu sehen und eventuell dann auch einen verhältnismäßig freundlichen Wochenschluss nach den initialen Abschlägen zum Wochenbeginn eben zu sehen zu bekommen. Ich muss mal ganz kurz hier gucken, wo wir da in Relation handeln. Ganz kurz, März. Kurz gucken. Hier. Ja, da kann man, das ist relativ deutlich, also relative Stärke. Ne, hier am Montag, 28. Gap Down, Sanktionen gegen Russland, SWIFT. Keiner weiß genau, was kommt jetzt für das globale Finanzsystem an der Stelle. Und wir haben uns von diesen Tiefs kontinuierlich erholt. Wir konnten diesen Bereich hier um 13, was ist es? Ja, 13,9 ungefähr konnten wir halten. Hangeln uns in Richtung der Wochenhochs, konsolidieren in diesem Bereich, während eben parallel dazu der DAX alles andere als positiv sich präsentiert. Wenn wir den DAX hier heranziehen, da ist das Gap, geht kurze Gegenbewegung, Versuch des Gap Closes und dann eben die Abschläge hier wieder am Dienstag auf den Weg gebracht und jetzt sich im Bereich dieser Tiefs eben konsolidieren zeigen. Also sprich anders formuliert, aktuell willst du einfach, selbst wenn sich die Situation beginnt aufzuhellen, nicht deutsche Titel oder europäische Aktien in irgendeiner Form halten, sondern der Fokus, der wird sich da auf potenzielle Outperformer konzentrieren. Und diese Outperformer, die sind im US-Bereich aktuell eben zu finden, besonders ausgehend von der Liquidität. Jetzt wird man sich eventuell fragen, naja, vielleicht profitiert ja auch in irgendeiner Spekulation oder einem Bild, was man skizzieren kann, profitiert ja auch vielleicht Russland, nicht Russland, Quatsch, chinesische Titel beispielsweise. Die möchtest du allerdings ungern im Portfolio haben, denn ausgehend von den dortigen Verwerfungen und den diversen Zwischenfällen, die wir im Laufe der letzten 12 bis 16, 18 Monate zu sehen bekommen haben, mit chinesischen ADRs, willst du halt solche Titel nicht zwangsläufig im Portfolio haben. Also da gehst du lieber auf in Anführungsstrichen westliche Titel, da gehst du auf börslich gehandelte Produkte, da gehst du eben nicht auf potenziellen, ja, regulatorischen Querstrich, politisch motivierten, politischem Aktionismus folgende und auf Unternehmen, die börslich gehandelte, nicht börslich gehandelte Produkte, sondern die Aktien ausgeben, möchtest du dich ungern in diesen eben tatsächlich positionieren, weil du jederzeit das Opfer irgendwelcher regulatorischer Maßnahmen in irgendeiner Form sein kannst. Ja, sieht nicht danach aus, als wenn wir hier wenigstens eine Konsolidierung sehen. Also wir sehen einen kurzen Spike bis zur 59. Das ist das Szenario, was ich gerade eingezeichnet habe. Bei 52 gehandelt, den immer gar nicht richtig getestet und jetzt gleich wieder neue Tagestiefs. Also wer schnell gehandelt hat hier an der Stelle, der hat vielleicht diesen kurzen Spike in die 59 hier bekommen an dieser Stelle. Hast auch jetzt schon dann tatsächlich das Risiko verdient, hast auch sinnvoll den Stop auf das Level hier Break-Even vielleicht nachgezogen. Wenn du mit, sagen wir mal, vier Kontrakten der ganze Sache handelst, das kurzfristig handelst, dann gehst du jetzt hier vielleicht, nimmst 25 Prozent raus auf die Attacke, auf die Tiefs, die jetzt hier nicht dynamisch gebrochen werden. Lässt den Rest hier oben stehen, arbeitest mit den nächsten 50%, also das heißt von vier Kontrakten, die nächsten zwei Kontrakte auf die 13,8 und nimmst dann den am vierten Kontrakt gegen die 13,7 eventuell, nimmst du den raus und solltest du keinen deutlichen Bounce sehen, würdest du im Breakout nochmal aufsetzen, neu aufsetzen mit dem Ziel, dass es einen Flush unter die 13,7 gibt. Also so würde ich jetzt tatsächlich so ein Trade im Kopf einfach mal durchgehen, wie man den managen könnte. Ja, also Nasdaq, Qs, Spider, S&P, DAX haben wir auch. Ganz kurzer Blick auf Snowflake. Sehe ich gar nicht, habe ich noch gar nicht aufgemacht gehabt. Okay, einen Moment. Also Snowflake. Nach den Earnings gestern müssen wir mal schauen, wie sich das übrigens entwickelt. Also ich skizziere dieses Szenario jetzt erstmal nur. Ich visualisiere das so ein bisschen, was ich gerne sehen wollen würde. Erstmal, Snow hat seit geraumer Zeit eine Abwärtsbewegung hier zu sehen bekommen. So. Und kann sich nicht wirklich erholen, in Anführungsstrichen. Findet sich hier in einem sehr, sehr sauberen Abwärtstrendkanal wieder und hat jetzt eben tatsächlich einen recht scharfen, auch nochmal eine Beschleunigung unter die 100er Mark, 200er Mark an der Stelle zu sehen bekommen durch die gestrigen Earnings. Ganz kurz vielleicht einmal hier Snowflake. Was die machen, ja? Cloud-basierte Software. As a Service-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde, bevor das Unternehmen im Mai 21 die Entscheidung traf, auf ein headquarterloses Modell umzusteigen, da die Belegschaft global verteilt sei, befand sich der Unternehmenssitz in San Mateo. Also
Ich würde mal sagen, ein sehr innovatives Firmenkonzept an der Stelle. Wie gesagt, was sich im Bereich Cloud Service und dergleichen eben Cloud Servicing eben wiederfindet. Kurzfristig sieht es allerdings ein bisschen durchwachsen aus. Wie gesagt, ich hatte das initial schon gesagt. Wir haben einen Loss of 33 Cents. Das war ein bisschen oder problematisch. Also gestern scheint nicht so wirklich auf dem Schirm gewesen zu sein. Das ist auch etwas, das sollte ich im Hinterkopf behalten. Anders als bei Facebook zum Beispiel für ein Opening Drive Play. Also gestern ist das zwar bei CNBC, bei den Ticker gelaufen, aber es war relativ schwierig, sich diese Informationen irgendwie zusammenzuholen. Also normalerweise retweete ich ja von den entsprechenden Portalen, sei es jetzt LiveSquawk oder sei es jetzt Market Rebellion zum Beispiel. Und an der Stelle musste ich wirklich jeden Absatz dann aus dem Artikel einmal in den Tweet umsetzen und dergleichen, auch im Hinblick auf den, auf die Guidance, die man eben gegeben hat seitens Snows. Warum mache ich das zum Thema? Das ist also, ich bin da relativ sensibel. Also, wenn etwas sich wirklich hundertprozentig für ein sauberes Opening Drive Play anbietet, dann siehst du das, dann spürst du einfach. Und in dem Fall ist es dann so ein bisschen hakelig. Also irgendwie ist es charttechnisch zwar interessant, wie wir es gleich sehen werden, aber nichtsdestotrotz, alleine, dass wir das dann jetzt suchen müssen, dass wir das alles hier so zusammensetzen müssen, dass das nicht so aggressiv diskutiert wird, auch beispielsweise, wenn es mal um Swaggy Stocks gehen, zum Beispiel hier. Als die Earnings von Facebook vor gut einem Monat veröffentlicht worden sind, da war Facebook einfach hier das Top-Ticker-Symbol. Nicht nur dort, sondern eben auch in der medialen Berichterstattung. Snow wird jetzt zwar ebenfalls aktiv diskutiert, ja, aber nichtsdestotrotz so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte man das, auch vor dem Hintergrund, dass das durchschnittliche Handelsvolumen, was wir hier zu sehen bekommen in Snow, bei Finwest, da hole ich mir diese Informationen ja her, bei 3,86 Millionen liegt. Also warum mache ich das zum Thema? Markteröffnung sowieso ein bisschen illiquide, bedeutet etwas anders formuliert, also wir sehen zwar scharfe Bewegungen auf der Ober- auf der Unterseite, aber nichtsdestotrotz, zwecks Risikokalkulation sollte man das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ja? Und eventuell auch ausgehend hiervon vielleicht mit einer reduzierten Positionsgröße eventuell agieren, das nicht zu aggressiv traden wollen. Also das sind wichtige Informationen, die ich da einfach jetzt für mich schon mal so ein bisschen skizziere. Das konnte man, wie gesagt, gestern schon daran ausmachen, dass es, wie gesagt, ein bisschen schwierig war, diese Earnings da irgendwie zusammenzutragen und dann im Tweet unterzubringen. Es war nicht katastrophal schlecht, aber es war dennoch schwach für einen Growth-Titel. Und so ist dieses Wort schwach hier in diesem Zusammenhang zu erklären. Also EPS, da hatte ich kurz angefangen, da habe ich zum Beispiel gar keine Vergleichskennzahl, aber ich glaube, das lag unter der Erwartung. Ich kann mal ganz kurz hier gucken. Ein Moment, Snow. Hier sind die Earnings. 12 Cent. Ach so, ja, das ist adjusted. Okay, geschätzt 3 Cent. Das sind dann, ja, das sind adjusted numbers. Okay. Fair enough. Okay, also auf jeden Fall, worum es hauptsächlich geht bei Wachstumstiteln, an der Stelle ist es eben hier der Revenue Growth bzw. der Product Revenue Growth. Und der wurde zwischen 79 bis 81 für das kommende Quartal ausgegeben, bei 78% erwartet. Das war noch passabel, aber wir haben eben dann für das Jahr 2023, für das fiskalische Jahr 2023, Revenue Growth zwischen 65 bis 67 gesehen, der wie erwartet ausgegeben wurde. Und das ist eben für einen Wachstumstitel eher dann ein Grund, Abgabedruck zu erwarten, weil der von diesen Erwartungen für die Zukunft eben hier sich seine Spekulationen aus diesen eben nähert. Und ja, nachbörslich minus 27%, also scharfen Drop hier auf der Unterseite. Und ich will es gar nicht allzu sehr jetzt verkomplizieren an der Stelle. Ich warte einfach mal ab, wie sich das Bild jetzt in den kommenden Minuten noch darstellt. Ein bisschen der vorbörsliche Handel, auf wie viel Volumen da jetzt umgeht. Wir können mal ganz kurz hier einen Blick werfen. Den Pre-Market-Screener. 51.000 Stücke sind jetzt gehandelt worden. Also heiß wird es auf jeden Fall werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber wir haben schon jetzt ein prozentual 2% des durchschnittlich gehandelten Volumens hier. 3,86. Die durchschnittlich gehandelt werden und jetzt schon bereits 50, 52.000 um 11 Uhr in 3 Stunden, das wird locker heiß. Also das qualifiziert sich aus der Perspektive. Um was es mir dann hauptsächlich geht, ist natürlich jetzt dann entsprechende Level zu identifizieren. Ich möchte nicht sehen, dass wir über 2.10 laufen, beziehungsweise ich würde die 2.10 beobachten. Vielleicht sehen wir einen kurzen Pop drüber, werden relativ schnell wieder drunter gehandelt. Das wäre ein erstes Signal, dass wir eventuell eher short sind. Linie im Sand, grundsätzlich rein psychologisch die 200, beziehungsweise vielleicht ein Stück weit höher, die 205 hier an dieser Stelle. Mal gucken, wie sich das in den kommenden Minuten noch darstellt, in den kommenden Stunden, muss man sagen.
Wenn wir die 205 droppen, gleich zur Eröffnung uns unterhalb halten, also kurzen Flush drunter sehen, poppen nach oben und sehen dann sofort eben Briefseiten, die sich gegen diesen Bereich um 205 positionieren und es nicht möglich ist, diese aus dem Weg zu räumen, in Anführungsstrichen, dann könnte das ein Short-Trigger sein und dann wäre das Play, dass ich sagen würde, ich möchte jetzt einen Flush unter die 200 zu sehen bekommen. Vielleicht sogar, abhängig davon, wie sich dann der übergeordnete Bias auch im Markt darstellt, ich bin zwar einerseits bullish, aber nichtsdestotrotz kann es ja durchaus sein, dass dennoch Abgabedruck eben zur Eröffnung dann auch seitens der Queues reinkommt, beispielsweise. Das könnte nochmal zusätzlich ein bärischer Treiber sein, der dann gut ist, vielleicht auch für 5, vielleicht sogar 10 Punkte auf der Unterseite, dass wir sogar vielleicht bis 190 verkauft werden bei einem Break unter die 200. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel für heute zur Markteröffnung, welches sich auch für mich eignet. Also, wie gesagt, ich habe heute Nachmittag eben einen Termin, das bedeutet etwas anders formuliert, ich muss mich da auf dieses Zeitfenster wieder zwischen 15:30 bis 16 Uhr konzentrieren und ausgehend eben von diesen Earnings scheint mir Snow da durchaus ein Kandidat zu sein, der da das Potenzial hätte für diesen kurzen Flush unter die 200 und wo man mit vielleicht kleinem Risiko dennoch einen attraktiven Trade eventuell dann relativ zügig zur Markteröffnung absetzen kann, sofern sich die jeweiligen Parameter eben präsentieren. Also Linie im Sand aktuell 205. Sollten wir die droppen und unterhalb uns halten, dann rückt gleich die 200 in den Fokus. Von da könnte man Play eben mit Ziel Flush unter die 200 spielen. Kurzer Pop über die 210 wäre ein bisschen suboptimal. Sollten wir dann mal kurz einen Pop sehen und sofort wieder drunter verkauft werden, könnte das vielleicht auch ein Zeichen sein, dass wir hier nochmal einen Versuch auf der Unterseite starten. Das könnte CRV-technisch dann vielleicht sogar nochmal interessanter werden. Idee wäre vielleicht, dass man das weniger aggressiv tradet, also dass man das zunächst mal so mit so einem Feeler macht, dass man kleine Positionen hineinskaliert bei solchem Pop und Drop zurück unter 210 und dann hinzunimmt, just in jedem Moment, wo dann die 205 läuft. Das würde den Durchschnittspreis verbessern an dieser Stelle, sofern sich der Trade dann so ausgeht. Ja, also schaue ich einfach mal. Ich hatte schon mal zwei, drei Gedanken. Dazu hatte ich hier in der Discord-Community, hatte ich formuliert gehabt. Für alle weiteren Informationen, solltet ihr jetzt Fragen eben in irgendeiner Form haben, gerne die Möglichkeit nutzen, die hier in der Discord-Community zu stellen. Seid herzlich eingeladen. So, das also zu Equities. Dann werfen wir mal einen Blick. Dann werfen wir mal einen Blick auf Krypto, an der Stelle Bitcoin. Jetzt fängt er schon wieder an, hier Faxen zu machen. So. Okay, einen Augenblick. So, einen Moment. Machen wir das einmal so. Ich sehe gerade eine Frage, was ich von der These halte, dass die gestiegenen Energiepreise eine Rezession in den USA hervorrufen, halte ich sehr viel von, ehrlich gesagt. Und das gilt nicht nur, glaube ich, in den USA, sondern ich glaube, das gilt auch hier tatsächlich für Europa beispielsweise. Das setzt allerdings Folgendes voraus, nämlich die Rezession, wenn sie sich denn herauskristallisiert, würde wahrscheinlich dadurch auf den Weg gebracht, dass der geldpolitische Stimulus seitens der Notenbank, der jeweils zuständigen, also in dem Fall jetzt deine Frage bezogen die USA, dass die Fed dann eben trotz dieses, oder nee, nicht trotz, sondern gerade wegen dieser gestiegenen Energiepreise und des Inflationsdrucks, der sich aufbaut, dazu dann tendiert an dieser Stelle eben geldpolitisch sich restriktiver eben zu präsentieren und zeitgleich eben nicht die Unterstützung geldpolitisch mehr in Verbindung mit fiskalpolitischem Stimulus dann seitens der Regierung stattfindet, sondern dass man den Geldhahn in Anführungsstrichen zudreht und das Risiko dadurch natürlich massiv steigert, dass die entsprechende Volkswirtschaft, in dem Fall die USA, in eine Rezession eben tatsächlich rutschen. Wobei da so ein bisschen wahrscheinlich aber auch die Frage natürlich steht, ist, inwiefern dort dann wirklich die Abhängigkeit hier von russischem Gas in Anführungsstrichen, beziehungsweise russischen Rohstoffvorkommen. Da habe ich jetzt keine Informationen darüber, wie die da besteht, denn die USA, die haben sich ja durchaus in diesem Bereich relativ autark aufgestellt. Mittlerweile sind tatsächlich ja sogar der potenzielle Kandidat Lieferungen von beispielsweise Fracking-Gas nach Europa eben auf den Weg zu bringen, sofern diese Aufkündigung dieser Partnerschaft zwischen Europa, Querstrich Deutschland und Russland eben tatsächlich dann sich als langfristig herauskristallisiert. Aber also, um die Frage zu beantworten,
Wie gesagt, gestiegene Rohstoffpreise an dieser Stelle. Und sollten die Notenbanken eben darauf reagieren, dass sie geldpolitisch eben sich restriktiver dennoch präsentieren oder müssen, um den Inflationsdruck Einhalt zu gebieten, dann wäre das mit Sicherheit ein Grund, der davon einen ausgehen ließe, ausgehen lassen dürfte, dass wir uns auf dem Weg in eine Rezession bewegen. Also das von der These halte ich eine Menge, in Anführungsstrichen. Bitcoin. So, Bitcoin habe ich schon aufgemacht. Einmal ein Blick hier. Ich muss gestehen, trotz dieser gesamten Regulierungsdiskussion, die wir zu sehen bekommen oder die wir zu hören bekommen, die auch in den Medien jetzt beginnt, immer größere Wellen zu schlagen, eben in Anführungsstrichen, halten wir uns verhältnismäßig stabil, ehrlich gesagt. Also nach dem jüngsten scharfen Push hier auf der Oberseite, diesem starken Drive, der uns am Montag, beziehungsweise also Montag schon und dann am Dienstag fortgeführt, eben zurück über die 40.000er-Marke geführt hat, können wir uns erstaunlich, erstaunlich stabil präsentieren und bauen diesen jüngst aufgebauten, stark überdehnten Modus auf der Oberseite jetzt über die Zeit ab. Also das ist eine bullische Konsolidierung, Querstrich, vielleicht auch so eine Art Flagge, die sich hier herauskristallisiert. Und sofern es gelingt, hier weiterhin dieses Tief, dieser Range zu halten, also verlaufend aktuell um roundabout 42,9 ungefähr auf der Unterseite. Solange wir diesen Bereich halten können, glaube ich, haben wir auch jetzt vielleicht sogar eine Möglichkeit, uns mit klar definiertem kleinem Risiko gegen diese Tiefs zu positionieren. Also das sind jetzt, wenn ich davon ausgehe, wir sind hier bei 42,8 ungefähr mit einem Stop. Ja, ungefähr. Und wir positionieren uns gegen jetzt die 43.200. Dann sind wir bei $400 Risiko. Und dann gehen wir auf der Oberseite auf einen Break aus dieser Konsolidierung auf der Oberseite. Also das bedeutet mindestens auf einen Test dieser Region um 45 nochmal, was schon allein ein CRV nach sich zieht, welches, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, aber 4, 5 zu 1 wahrscheinlich schon beträgt. Also 43,2, 44 sind 1,5, kommt es hin? Ja, ungefähr. Ne? Das sind Pi mal Daumen 1,5 ungefähr. 400, ja, so ungefähr 4 zu 1, ein bisschen weniger als 4 zu 1. Beziehungsweise wir gehen eigentlich ja nicht nur auf den Test der 45, sondern wir gehen auf der Oberseite, gehen wir ja eigentlich auf den Break aus dieser Konsolidierung auf der Oberseite und dann dem Bruch folglich auch aus dieser übergeordneten Region hier. Also relativ ähnlich eigentlich von der Konstellation her wie die 4400er Region, gegen die wir jetzt gerade im S&P auf der Oberseite laufen. Sollten wir diesen Break zu sehen bekommen, offenbart das weiteres Potenzial bis hier 49.500, 50.000 auf der Oberseite. Und also grundsätzlich, wie gesagt, was wir jetzt zu sehen bekommen im Hinblick eben auf Regulierungsmaßnahmen, die man seitens der Politik plant, auf den Weg zu bringen, mit dem Ziel, im Grunde genommen Russland Ausweichmöglichkeiten nach den verhängten Sanktionen eben aufzuerlegen. Und ich meine, also man kann, glaube ich, schon eine ganz klare Tendenz erkennen, ne? Also was wir zu sehen bekommen, wie man diese Krise jetzt wieder nutzt, um seine politischen Ziele durchzusetzen. Also im Hinblick beispielsweise eben auf die Regulierung des Kryptobereichs und dergleichen, auch diese Verunglimpfungen, die stattfinden, teilweise. Also ich schaue mir diese Artikel dann meistens nur in der Headline an. Das ist wahrscheinlich mittlerweile ein Fehler, weil diese Headline, wir haben jetzt auch schon oft genug ja dann mitbekommen, diese Headlines, die in den Artikeln eben verwendet werden, die sollen vor allem eben erstmal einen Klick provozieren, ne? Seitens des jeweiligen Mediums, welches dort dann eben diese Headline wählt, wo dann sich herauskristallisiert, dass sich die Situation eigentlich ganz anders darstellt. Deswegen ist das wahrscheinlich ein Fehler meinerseits, dass ich mich darauf konzentriere. Aber wenn ich dann irgendwie was von irgendwelchen Verflechtungen des Kryptobereiches eben im Bereich eben organisierte Kriminalität lese oder irgendwelche Darknet Verflechtungen, wo Krypto seinen Ursprung findet und dergleichen und wo dann auch ganz bewusst Emotionen getriggert werden sollen, beispielsweise, weiß ich nicht, spontan fallen mir jetzt irgendwelche Kinderpornoringe oder sowas ein. Und da wird sofort eine Konnotation hergestellt, die auch ganz bewusst natürlich herbeigeführt wird. Denn man muss natürlich jetzt diesen bösen Mann im Kreml entsprechend natürlich dann auch entsprechend ein Stempel aufgeben, aufdrücken. Und nutzt das natürlich auch die sehr, sehr emotionalisierte Debatte aktuell. Und
also die jetzt gerade eben tatsächlich stattfindet. Und jetzt versucht man natürlich dann aus dieser Perspektive sich auch den Rückhalt eben tatsächlich innerhalb der Bevölkerung zu holen für diese Regulierung eben in diesem Bereich, im Kryptobereich, und heizt diese Debatte ganz bewusst eben auch emotional auf. Und um das als etwas potenziell Böses eben tatsächlich darzustellen. Ich meine, dass eine vollständig deregulierte und dezentrale Zahlungsmethode, wie sie Bitcoin eben beispielsweise beinhaltet oder generell Blockchain-Technologie beinhaltet, vollständig nicht nur transparent, sondern auch an der Stelle vollkommen demokratisch und eben durch eine zentrale Instanz wie eine Zentralbank nicht manipulierbar beziehungsweise nicht kontrollierbar, dass das natürlich Machthabenden ein Dorn im Auge ist, ist nachvollziehbar. Ne? Das kann man nachvollziehen. Und jetzt, wie gesagt, sehen wir halt diese Debatte, die da diesbezüglich eben angefacht wird, angeheizt wird. Und jetzt versucht man natürlich, diesen gesamten Kryptobereich gefühlt auch als etwas Böses darzustellen. Ein Bereich, der von Bösen, in dem Fall eben Wladimir Putin, in Person, mit dem man auch entsprechend ein Bild gleich verbindet und wo man gleich eine Vorstellung hat, das Böse nutzt eine böse Möglichkeit eben, und natürlich muss das reguliert werden, wie auch immer das dann geartet sein soll. Wahrscheinlich wird man massivste Zugangsbeschränkungen zum Beispiel für Kryptobörsen oder dergleichen, wird man eventuell planen, auf den Weg zu bringen in irgendeiner Form, von dem man ja dann aus dieser Kryptobörse das wiederum auf seine privaten Wallets übertragen kann zum Beispiel. Wenn man dort eben Bitcoin oder Ethereum oder Doge oder wen auch immer gekauft hat. Also auf jeden Fall ist das aktuell eben etwas, was zeigt, welche Möglichkeiten jetzt auch gesehen werden seitens der Politik, diese Krise in der Ukraine zu instrumentalisieren, um den nächsten Schritt in Richtung eben eines zentralen, eines digitalen Zentralbankgeldes eben zu gehen und eben dezentrale Lösungen wie Bitcoin und Co. eben im Grunde genommen die Fußfessel anzulegen. So könnte man das vielleicht sehen. Warum mache ich das zum Thema? Das mache ich deswegen zum Thema, weil wir haben einfach ausgehend hiervon natürlich die Gefahr, dass es vielleicht auch früher oder später ein Bitcoin-Verbot gibt, beziehungsweise du wirst Bitcoin nicht verbieten können, aber du kannst beispielsweise Dienstleistern, die Zahlungen in Bitcoin akzeptieren, hier diese verbieten beispielsweise. Ja? Und diese dann unter Strafe stellen beispielsweise, wenn sie solch ein Angebot zur Verfügung stellen oder dergleichen. Und das ist eben durchaus etwas, was hier die Gefahr birgt, dass es nach diesem jüngsten Run höher eben jetzt zu einem scharfen Rücksetzer kommt auf jegliche Meldung, sollte man immer im Hinterkopf behalten. Aber erstmal, bis es soweit ist und wie auch immer das ausgestaltet sein sollte, dafür wird noch viel Wasser in den Rhein runterfließen, beziehungsweise ich würde eigentlich aktuell, wie gesagt, auch aus der CRV-technischen Perspektive hier, diese aktuelle Konsolidierung und das Handeln im Bereich dieser unteren Range-Begrenzung als durchaus interessant erachten für ein Longplay, Ziel, obere Range-Begrenzung, beziehungsweise Break höher und Rücklauf in Richtung 50.000. Besonders wenn sich weiterhin herauskristallisiert, dass eben ein aggressives Auspreisen des restriktiven geldpolitischen Kurses seitens der Fed sich eben herauskristallisiert. So, das also noch zu Bitcoin. Ja, final noch, ich hatte ganz zu Beginn auch mal kurz ja hier was zu Gold gesagt gehabt, aber da hat sich nichts verändert jetzt aktuell, weil wir immer noch innerhalb dieses Outside-Bars da von letzter Woche eben handeln, ja, Übertreibungshochs, zunächst kurzfristig jedenfalls um 1970 und dann wenige Stunden später im Bereich 1880, ungefähr 875 hier im Tief. Aus dieser Range sind wir noch nicht ausgebrochen. Aktuell können wir uns zumindest erstmal wenigstens oberhalb von 1920 halten. Das ist erstmal ein ganz passables Signal. Wir sehen jetzt hier kurzfristig kristallisiert sich der Bereich um 1935 als signifikant heraus. Sollten wir diesen Bereich rausnehmen, könnte nochmal ein Trigger gefunden werden, der uns in Richtung der Region um 1950 befördert. Das ist so nächstes Kursziel auf der Oberseite. Fundamentaler Trigger heute eventuell ISM Non-Manufacturing-Zahlen. Die habe ich hier schon mal vorbereitet gehabt. Die sind jetzt nicht in der Lage gewesen, bei den Manufacturing-Zahlen am Dienstag eine Maus hinterm Ofen vorzulocken, in Anführungsstrichen. Werden es wahrscheinlich auch heute dann in Form der Non-Manufacturing-Zahlen nicht unbedingt tun, aber man sollte sie so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also heute 16 Uhr werden diese Zahlen veröffentlicht, morgen 14:30 Uhr Non-Farm Payrolls. Da werfen wir auf jeden Fall auch nochmal einen Blick drauf. Und ja, soweit wäre es das tatsächlich dann eigentlich im Großen und Ganzen gewesen. Also fassen wir zusammen. DAX relativ schwach. Willst du aktuell nicht wirklich long sein? Also Konsolidierung hier, wir sehen es. Also S&P handelt weiter im Bereich dieser Hochs hier. Sicherlich jetzt ein leichtes Überrollen durch die Risikoaversion, die wir im europäischen Index sehen.
Also hier im DAX in dem Fall mit neuen Tagestiefs, die wir jetzt mittlerweile hier auch markiert haben. Aber es ist eben immer noch verhältnismäßig stabil. Es ist immer noch relativ stark, was uns die US-Märkte eben in Relation hier zum DAX präsentieren, der einfach ja, ganz danach aussieht, dass wenn wir nochmal diesen Bereich um 13,7 anlaufen, sollten wir den Bereich brechen, ist sogar dann ein Drop in Richtung 13,5 und tiefer vielleicht sogar nochmal einzukalkulieren. Snow, wie gesagt, mögliches Opening Drive Play, welches noch auszuformulieren gilt in Bezug auf die zu beachtenden charttechnischen Level. Und ja, soweit meinerseits. Dann würde ich sagen, Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr Kommentare, Fragen, Wünsche habt für Märkte, die wir betrachten sollen in der Zukunft, gerne die Möglichkeit nutzen, unterhalb des Videos diese entsprechend einzustellen. Gerne die Möglichkeit nutzen, wie gesagt, mich zu kontaktieren, falls ihr Fragen habt. Schaut in der Discord-Community vorbei, schaut auf meiner Webseite vorbei, im Forum, in der Trading-Chatbox. Ich würde mich freuen, dort von euch zu lesen und eure Fragen zu beantworten, sofern ihr welche haben solltet. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. 10:30 Uhr zum Morning-Meeting am Freitag dann, gemeinsam mit Markets, mit Ausblick auch auf die Non-Farm-Payrolls, die morgen dann um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Und super meinerseits. Also, happy trading, passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.